Der hungrige, hungrige Oger. Was hatte das abartige Böse nur mit diesen Schiffen? Warum machte es die immer kaputt, anstatt sie aufzusparen? Wie auch immer, abermals stand die Armee des sagenhaften Bösen an der Küste und wollte übersetzen, diesmal zu den nicht ganz so freien Städten. Doch wie gesagt, dafür bedurfte es eines Schiffes. Glücklicherweise lag in der Nähe die Hafenstadt Viel Winter. Und glücklicherweise war dort in der Gegend ein Verbündeter zu finden. Das finden wir alle gut. Und damit herzlich willkommen bei 92.000 Games und zurück in Dungeons 3. Ja, der hungrige, hungrige Oger, da sehen wir ihn. Was müssen wir alles schaffen? Die Mission an sich. Wir sollen mindestens 42 Bierfässer gleichzeitig haben, das kriegen wir garantiert hin. Und der Oger darf nicht unter 75% Lebensenergie fallen. Joa, puh. Gucken wir mal, ne? So, dann schauen wir nochmal. Ihr könnt viele Zauber aufladen, um ihren Effekt drastisch zu verstärken. Aha. Gut, da ich persönlich sowieso so ein Zaubermuffel bin, mal gucken. So, aber schauen wir mal, wie das Level jetzt gleich aussieht. Die Armee des grausamen Bösen stand abermals an der Küste der westlichen Königreiche. Dort draußen vor der Küste lagen die nicht ganz so freien Städte, ein Ort des unanständigen Reichtums. Bei einem geplanten Marsch auf die Hauptstadt durften diese Städte nicht zurückbleiben. Ansonsten würden sie dem taktischen Bösen in den Rücken fallen. Mhm. Um dorthin zu kommen, braucht es ein Schiff. Abermals. Wir kennen das ja schon. Da die Kreaturen des fähigen Bösen weiterhin zu unfähig waren, selbst schwimmende Nussschalen herzustellen, musste man sich diese von den Eingeborenen borgen. Ganz in der Nähe befand sich die Hafenstadt Viel Winter, Heimat zahlreicher bekannter Helden und eine berühmte Seefahrerstadt. Aha. Leider war Viel Winter äußerst gut bewacht und Treffpunkt äußerst erfahrener, um nicht zu sagen hochstufiger Helden. Na super. Die erbärmlichen Kreaturen des opferbereiten Bösen würden hier keine Chance haben. Warum sind wir dann hier? Das macht doch gar keinen Sinn. Gemach. In der Nähe lagerte jedoch eine mächtige Kreatur. Ein Oger. Dessen Kampfkraft würde es mit den Verteidigern Viel Winters aufnehmen können. Doch zunächst musste diese Kreatur davon überzeugt werden, sich auf die Seite des verschlagenen Bösen zu schlagen. Das ist kein Problem. Ich drohe ihm einfach Prügel an, wenn er nicht spurt. Interessante Idee. Aber ich sagte gerade, dass der äußerst kampfkräftig ist, oder? Der wischt problemlos den Boden auf mit allem, was wir aufbringen können. Na gut. Sehen wir uns das erstmal an. Erst reden, dann schlagen. Okay. Gut. Dann schauen wir uns ganz kurz an. Hier ist ein Eingang. Mhm. Hier sollen sich erstmal das Gold holen. Kurze Vorbereitung. Das Nahrungslager werden wir auf jeden Fall vergrößern. Und das machen wir direkt. So. Gut, wie immer werde ich den direkten Zugang auf jeden Fall dicht machen. Heißt, ich würde sagen, sie sollen sich hier hinten lang schlagen. Dupdidu. Nein, dann nicht direkt in den Thronsaal, sondern hier hinten lang. So. Okay. Der Weg ist dann auf jeden Fall schon mal ausgehoben. Okay. Oh, cool. Hier gibt es dann noch eine Goldnadel. Heißt, ich werde das noch ein klein bisschen außen rum legen. So. Und so. Wundervoll. So, hieraus machen wir direkt einen Schatzraum.
Wundervoll. So, von da aus wird schon fleißig gegraben. Hier hinten machen wir jetzt den Raum größer. So. Und das graben wir noch weg. Sehr schön. So. Das läuft. Auch aus der anderen Richtung sollte es laufen. Ja, sehr gut. Hier hinten haben wir noch ein paar Werkzeugkisten. Die lassen wir noch mit abbauen. Ich würde sowieso sagen, den Raum machen wir hier noch ein bisschen größer. Erstmal so ein paar Vorbereitungen treffen. So, ich würde mal sagen, die Brauerei machen wir auf jeden Fall auch größer. Da ich hier vorne das hier zumachen werde. Das untriebige Böse hatte einen Raum im Untergrund entdeckt. Oh cool, ein Papierfässer. Sehr gut. So, auch hier wird wieder zugemacht. Der Umweg ist fast fertig. Sehr gut. Sehr schön. Zahltag. Wundervoll. Da wird es gerade wieder dicht gemacht. Hier oben ist schon. Gucken wir kurz, ob hier irgendwo eine Lücke ist. Da kommen sie gleich nicht mehr durch. Nein, nein, nein. Wundervoll. Hier oben kommen sie dann halt an die Viecher ran. Aber ja, mein Gott. Es gibt Schlimmeres. Sehr schön. Die Absicherung ist durch. Dann machen wir den Schatzraum hier gleich nochmal kurz ein bisschen größer, damit wir mehr Lagerkapazitäten haben. HB. Die sollen sie noch abbauen. Brauerei größer machen? Ich würde sagen, nein. Das sollte eigentlich reichen. So. Sehr schön. Das gefällt mir dann auch direkt viel besser. Das im Schneckentempo spielende Böse war nicht gerade heimlich vorgegangen. Selbst dem taubsten Helden durfte mittlerweile klar sein, dass sich etwas im Untergrund eingenistet hatte. Wie Helden nun einmal so sind, machte sich ein Abenteuertrupp auch schon auf den Weg, um die Schätze dieses Dungeons zu plündern. Ha! Das werden sie büßen. Brecht ihnen die Beine, rupft ihnen die Nasenhaare aus. Natürlich. Gut. Wo wir dann aber gerade schon mal dabei sind, ne? Wir können ein bisschen was erforschen. Ich werde mir auf jeden Fall die Nagas holen. Und das holen wir uns noch. Und für mehr rechte Bösartigkeit nicht. Dungeon. Sehr schön. So, Wachstube können wir schon bauen. Sehr schön. Dann machen wir das auch gleich. So. Raum ist gebaut, Kreaturen sind zugeordnet. Wusstet ihr schon, dass Oger gerne Schafe essen? Ich meine viele Schafe. Ich meine viele, 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 viele Schafe. Dieser ungeheure Appetit
wird nur noch durch ihren rekordverdächtigen Bierdurst überboten. So viel zum Thema, warum wir so viele Bierfässer haben sollen. Heißt, ich würde sagen, wir bauen das hier trotzdem ein bisschen aus. So, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hey, wir haben den Platz. Wundervoll. So. Gut, Kreaturenlimit ein bisschen hochgeschraubt. Noch eine Nager. Sehr gut macht ihr das. Ja, noch ein Goblin. Wundervoll. So. Sehr schön. Also Lagerplatz haben wir jetzt auf jeden Fall. Hier oben machen wir jetzt noch den Durchgang dicht, damit die Effizienz noch steigt. Wundervoll. So, schauen wir ganz kurz an die Oberfläche. Was haben wir denn hier? Hier hätten wir direkt einen Platz für Bösartigkeit. Ich würde mal sagen, den holen wir uns mal fix. F2, um sie alle aufzunehmen und raus. Ich wusste, ihr würdet mich brauchen. Ja, erstmal auf die Novizin. Hey! Das Böse ist unaufhaltbar. Sehr gut, so, also wenn schon mal nicht mehr geheilt. Auf den Magier. Gut, kurze Heilungspause. Und in der Zeit ganz kurz in den Dungeon gehen und nochmal kurz was anwerben. Ich würde mal sagen, noch einen davon und noch eine Naga. Und raus mit den beiden. Zahltag. Wundervoll. Der geht jetzt ein bisschen nach hinten. Thanos muss sterben. Attacke. Hey! Ach man, das war so klar. Alles Gute muss sterben. Jetzt ziehen wir Talia mal so ein bisschen aus dem Kreuzfeuer hier raus. So, der Ort gehört auf jeden Fall schon mal uns. Wundervoll. Erstmal wieder rein. So. Wundervoll. Okay.
weitere Bauprojekte bzw. Forschungsprojekte. Jetzt, ich würde mal sagen, wir holen uns noch schnell die restlichen Sortlinge. Was haben wir denn? Den Vortex für Dämonen. Auf jeden Fall das Arcanium. Das Lektorium brauchen wir gleich noch. Halle der Entspannung. Später. Das haben wir bereits. Eisenpelze. Okay. Ah, hier unten die Arena. Sehr schön. Wir brauchen mehr Bösartigkeit. Heißt, erstmal ein klein bisschen zusammensparen. Und ich kann jetzt erstmal noch die beiden einbauen. Wir brauchen noch eine Werkstatt. Wo bauen wir die denn mal hin? Irgendwo, wo wir damit automatisch auch noch ein bisschen was abbauen, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, hier hinten, wa? Ja. Okay, so. Bisschen größer. Ja, okay. Nicht übertreiben. So noch. Ich würde mal sagen, das nächste dann direkt daneben. So. Ja, kommt. Bauen wir das auch noch mit ab. Aus dem Buch Oger für Dummies. Oger sind wahre Kampftrinker. Ihr Bierkonsum ist legendär. Einmal haben sich zwei Oger ein Wetttrinken geleistet und dabei die Jahresvorräte eines Zwergenkönigreiches innerhalb eines Tages verbraucht. Jedes Mal wieder dasselbe. So, da, anheuern. Gut. Das weg und das weg. Dann passt das. Dann habe ich die Räume, die ich haben wollte. Die Werkstatt. Inklusive Gerät. Ich würde mal sagen, das und das. Sehr schön, die Herrschaften gehen jetzt erstmal das Mana einsammeln. Machen sie gut. Wieder zu. Wundervoll. Okay, helfen wir mal kurz ein bisschen mit. Das läuft auch. Sehr schön. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ah ja, die müssen erstmal nach unten durchkommen. Ach, die zwei Stück. So, was fehlt uns jetzt noch? Es ist Zahltag. Natürlich, der Vortex für die Dämonen. Wo packen wir den mal hin? Ich würde mal sagen, hier unten dran. Ich möchte, dass zumindest eine von denen Mana abbaut.
sehr schön. Okay, dann mache ich unten einfach mal einen richtig schönen großen Schatzraum hin. Die Schnodderlinge des absoluten Bösen haben einen neuen Raum freigeschaufelt. Sehr schön. So, das Bier wird dann noch abtransportiert. Das nehmen wir kurz da raus. So, mach da mal wieder dicht, bitte. Danke. Auch das passt. Sehr schön. Gut. So, den Pausenraum muss ich auf jeden Fall noch größer machen. Ich würde mal sagen, wir graben das hier komplett weg und legen den Umweg ein wenig um. Namentlich hier lang. So, dann machen wir hier oben dicht. Hier. So, wundervoll. Sehr schön. Die beiden graben sich aufeinander zu. Machen wir ein bisschen schneller hier. Auch das läuft. Okay. Uns fehlt immer noch der Vortex. Ich würde mal sagen, hier unten. Das passt. Und du geh mal gefälligst an deinen Arbeitsplatz. Ach nee, geht ja nicht. Ist ja alles voll. Ach nee, das machen ja die Dämonen. Ja. Das kommt davon, wenn man zwischen verschiedenen Spielteilen hin und her switcht. Gut, aber die Dämonen kümmern sich. Das ist super. Und jetzt kommen die Herrschaften hier auch endlich an. Das passt. Und dann können wir uns auch bald um die Oberfläche kümmern. Wundervoll. So. Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde nämlich entdeckt. Aus dem Buch Oger für Dummies. Oger sind wahre Kampftrinker. Ihr Bierkonsum ist legendär. Einmal haben sich zwei Oger ein Wetttrinken geleistet und dabei die Jahresvorräte eines Zwergenkönigreiches innerhalb eines Tages verbraucht. Okay. Gut. Wenn ich das hier schon mal ausgegraben habe, werde ich das natürlich alles mitnehmen. Das ist ja klar. Ein neuer Raum wurde im Dungeon entdeckt. Das wird ja immer besser hier. Okay, so. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ja, die Leute sind ja schon wieder zurück insofern. Ich mache das Ganze jetzt natürlich auch wieder ein bisschen hübsch. Das bitte wieder zuschütten, danke. Und das dann auch. So, das auch. Und somit wird das hier dann der Vortex. Nein, das nicht. Ich sammle dann derweil das Gold hier schon mal ein bisschen weg. Dupti-du.
Ich würde mal sagen, aus dem Raum hier hinten machen wir nachher noch was. Mal gucken. Ja. Und die Ruhestätten für die Dämonen werden gebaut. Zahltag. Wundervoll. So. Mit der Bauphase machen wir für heute dann aber auch mal Schluss. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein wenig Spaß mit mir. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Macht's gut. Ciao.